Aus der Schwalm ins Universum. Er ist der Überflieger und unser Marsmännchen. Und halt mein Ein und Alles. Rund 6000 Kilometer trennen Marcel Kaufmann, derzeit in Kanada, von seiner Familie im nordhessischen Schwalmstadt. Von Mutter, Tante, Schwester und Neffe. Dass Marcel mal ganz hoch hinaus will, im wahrsten Sinne des Wortes, das war ihnen schon früh klar. Was ich einmal werden möchte. Ich möchte gerne Astronaut werden, weil ich dann Sterne und die Erde von oben sehen kann. Marcel. Der wusste damals schon in der 4. Klasse, dass er mal, guck mal, hoch auf den Mond möchte. Astronaut werden kann man nicht planen. Das passiert entweder oder es passiert nicht. Und es braucht auch ein Quäntchen Glück. Was aber natürlich ich mitbringe, ist meine Ausbildung, Hintergrund in der Photonik, in der Optik. Schon in der Schule glaubte Physiklehrer Bernd Gliemann fest an Marcels Erfolg und schickt ihn als Besten des NASA-Wettbewerbs des Schwalm-Gymnasiums zum NASA-Workshop nach Houston. Eine fiktive Mars-Mission hat der Marcel damals schon mit seinen anderen Teilnehmern mitgestaltet. Und das war natürlich für ihn eine riesengroße Aktion. Das war der Startschuss. Marcel studiert und forscht zu Raumfahrt und Robotik. Seit 2017 ist er Doktorand an der Uni in Montreal. Ende 2019 fragt die NASA dann bei ihm an. Seitdem ist der 31-Jährige nun auch dort an Projekten in der Roboterentwicklung tätig. Doch die Astronautenkonkurrenz ist groß. Zwischen 10.000 bis 12.000 Bewerber sind es. Wer Astronaut werden will, muss auch körperlich fit sein. Wie Vorbild Alexander Gerst. Mit voller Montur, Training im Wasser oder in der Schwerelosigkeit. Und für all seine Pläne bekommt Marcel hier mentale Unterstützung. Ich kann aus Montreal ja nur aus der Ferne zukommen. Ja, leider ja. Aber das ist auch schon viel wert, wenn wir dich wenigstens hin und wieder dann mal so sehen können. Als er mir gesagt hat, Mama, Kanada will mich haben. Ja. Was sagst du? Und dann habe ich gesagt, mach das. Und daraufhin hatte er doch damals gesagt, du hast mich verstanden, was ich gesagt habe. Sage ich, ja, habe ich. Mach das. Und dann dachte er so, und das aus deinem Mund? Sag ich, ja, weil ich möchte ihm keine Steine in den Weg legen. Bin stolz auf ihn, was er macht. Ideen hat er. Zum Beispiel arbeitet er an Roboterhunden, die zur Erforschung des Untergrunds bei Missionen eingesetzt werden. Zum einen kann ich mir vorstellen, dass Roboterprojekte, an denen ich aktuell arbeite oder arbeiten werde, dann einen Teil zur Erforschung des Mondes beitragen. Zum anderen würde ich mich sehr freuen, wenn ich selbst auch Fuß auf den Mond setzen dürfte und in die Fußstapfen von Neil Armstrong treten darf. Seine Bewerbung zum Astronauten ist zumindest schon mal in Arbeit. Wenn alles gut geht, kommt er seinem Lebenstraum einen großen Schritt näher. Aus der Schwalm ins Weltall und Sterne und Erde mal von oben sehen.